wunderbares, langes A. Gold. Ja. Leck mich das Sack, was ist Jolt schwer. Bitte schön. Das ist ja der Hammer, du. So ein langes Armband. Ja, ja. Schönen guten Tag. Darf ich vorstellen, Wendela Horst. Hallo, ich freue mich sehr. Ich bin der Horst. Ich bin der Christoph. Christoph, freut mich. Lieber Christoph, wo kommst du angereist? Von wo? Ich komme aus Karst. Das ist nicht aus so Karst, weit. Aus Karst? Nee, das ist da. Im Prinzip ist er da. Ja, gut. Ja. Was machst du in deinem Leben? Ja, ich bin Arzt. Seit 38 Jahren Anästhesist und Intensivmediziner. Ja, das hört sich gut an. Gut, mein Lieber, Hobbys, Freizeitgeschäft, hast du schon irgendwo? Ja, ich war sportlich immer sehr aktiv. Nur die Bälle, die sind immer kleiner geworden. Hab mit Volleyball angefangen, Tennis. Und übrig geblieben ist jetzt Golf, aber das schon über 20 Jahre. Wow. Ja. Dieses schöne Halsband mit einem mächtigen Stein vorne drin. Mhm. Von wem ist das? Das ist von meiner verstorbenen Mutter. Und die Geschichte, die da dranhängt, die ist folgende, dass mein Vater 1960 eingeladen worden ist nach Afghanistan. Und unter anderem hat er auf einem Ausflug dann im Prinzip den Hindukusch besucht und hat dort eben dann Lapislazuli-Steine gekauft. Mhm. Als er zurückkam, hat er als Ausgleich für meine Mutter, die eben nicht dabei war, eben Schmuck beim Goldschmied anfertigen lassen, wo der Lapislazuli-Schmuck dort integriert worden ist. Sehr schön. So, meine Liebe, ja. Da wissen wir schon mal den Stein. Sehr spannend. Ja, ne? Ja. Und Afghanistan ist natürlich auch das Gebiet, aus dem die schönsten Lapislazuli-Steine kamen. Der Stein der Könige wird er auch genannt. Ich bin jetzt so ein bisschen die 60er Jahre in diesem Gebiet. Und natürlich der Lapislazuli aus Afghanistan, das waren die schönsten Steine, die sehr lange dann nicht mehr zu uns, die nicht mehr in den Handel kamen und für uns nicht mehr erschwinglich waren. Und man kann hier sehen, dieser Lapis, der hat auch wenig Kalzit, also wenige weiße Einschlüsse oder weiße Partien. Und wir haben uns dann später mit schlechteren Qualitäten zufrieden geben müssen, die dann nachgefärbt wurden. Mhm. Also ab den 70er Jahren, in den 80er und 90ern wurde Lapis wieder beliebt bei uns für die Schmuckbranche. Aber es gab eben diese feinen Qualitäten nicht mehr. Und wir haben nachgefärbte Steine bekommen. Das kann man dann ganz einfach prüfen, indem man mit einem Taschentuch hingeht, mit ein bisschen Aceton. Und dann kann man mal an einer verdeckten Stelle reiben. Und die Taschentücher werden in der Regel blau, weil alle Steine nachgefärbt werden mussten. Sonst wären die wirklich nur so blau gesprenkelt gewesen. Das hier ist ein schöner afghanischer Lapislazuli. Man kann ein bisschen Pyrit-Einschlüsse erahnen. Diese kleinen goldenen Einsprengsel, die typisch sind für den Lapis. Auf der Rückseite sieht man es etwas besser. Da ist ein bisschen mehr Pyrit, also Katzengold oder Narrengold, auch genannt, noch zu finden. Und eigentlich auch sehr landestypisch geschliffen in dieser im Orient sehr beliebten Form, dieser breite Tropfen oben anfacettiert. Und was aber auch ganz besonders ist, ist nicht nur der Stein, sondern vor allem diese Kette. Die Kette wurde gefertigt in Pforzheim bei Louis Fiesler. Louis Fiesler ist hier hinten haben wir die Marke, da ist die Punze von Louis Fiesler und da hinten können wir 750 den Feingehalt sehen. Louis Fiesler ist eine Manufaktur für hochwertigste Ketten, die es seit 1857 etwa gibt und sich wirklich spezialisiert hat auf besondere Ketten. Also nicht diese Maschinenketten, die man sonst halt so überall bekommt, sondern Dinge genau wie das hier, nämlich aus 750er Gold im Verlauf gearbeitet, also sich nach hinten verjüngend. Und das Ganze muss sich auch noch hier dieser Krümmung des Halses anpassen. Und das ist also wirklich eine hohe Kunst, so etwas zu arbeiten. Eine schöne, ich finde, es passt doch alles sehr gut zusammen. So, und gemacht worden wird es dann ja auch Anfang der 60er Jahre sein. Das passt ganz hervorragend in die Zeit, genau. Ja, ja. Hast du irgendwas gesehen, was du bemängeln müsstest? Der Zustand ist sehr gut. Es ist so ein bisschen verzogen hier vorne. Das sieht man aber hauptsächlich, wenn man es hier auflegt, am Hals getragen, wird sich das sehr schön modelliert und weich anlegen. Dann kann man das eigentlich gar nicht mehr sehen. Also es ist ein sehr ungewöhnliches Schmuckstück für den großen Auftritt. Ist ja auch ein Einzelstück. Ne? Genau, genau, genau. Was hättest du gerne? Ja, ich habe mir so gedacht, um die 2.300 bis 2.500 Euro. Wo liegt Wendela preislich?
Wir haben hier einen Goldwert allein von 2.900 Euro heute. Plus die Verarbeitung würde ich 3.200 bis 3.500 hier ansetzen. Sehr schön. Wer will dieser Frau widersprechen? Ich nicht. Niemand will ihr widersprechen. Sie ist und bleibt einer der besten Fachkräfte, die wir jemals hatten. Danke, danke. Mein Lieber, für dich. Dankeschön. Es war mir ein Vergnügen. Der Schmuck kommt auch mit. Bitte schön. Danke dir nochmal. Tschüss. Ob Christoph mit seiner Vermutung recht behält? Hallo. 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 Schönen guten Tag. Hinterher. Ich darf dieses Stück leider der einzigen Dame. Das ist selbstverständlich. Jedes Wirst. Ein Collier. Das Herz des Ozeans. Wow. Ja, nur ist es Lapis Lazuli und keiner Saphir. Ja, hab gerade nur gedacht. Das wäre noch schöner. Titanic, ja. Da war das. Genau. Sehr schön. Wow. Ist der Lapis Lazuli aus Ägypten? Weiß man das? Nein, der ist aus Afghanistan vom Hindukusch 1960 von meinem Vater mitgebracht. Und hier hat das Collier arbeiten lassen für seine geliebte Frau. Richtig. Oh, oh, guck mal hier. Oh. Eieiei. Bisschen verstaubt, aber. Schön aus, super. Toll. Dankeschön. Bitteschön. Es ist auch schön massiv. Das bringt natürlich auch schon einiges an Gold auf die Waage. Da starte ich gleich mal mit 2.400. 3.000 bei mir. Ah, sehr schön. Das war ein Sprung, oder? 3.1. 3.2. 3.250. Zeig noch mal. Muss es sein. 3.5 mache ich mal. Gutes Gebot, oder? Schon ganz gutes. Ja. Ich kann machen, was ich will. Ich komme mit Susanne Sprünger eh nicht mit. Verkaufen Sie ja Susanne für 3,5. Sehr gerne. Wunderbar. Dann komme ich. Na, voll. Ja, habe ich endlich das Herz des Ozeans gekauft. Jetzt fehlt noch Leo DiCaprio und dann bin ich ganz gut. 2, 4, 6, 8.000. 2, 4, 6, 8, 2.000. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3.000. 1, 2, 3, 4, 5. Beim letzten Schein. Sehr gut. So sollte es sein. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie werden damit Glück haben. Ganz bestimmt. Danke für Ihr Kommen, der Herr. Kommen Sie gut rein. Dankeschön. Nicht ins Meer werfen. Ja, dann tauche ich's raus, das sage ich dir. Ja, das hat was, gell?